Hallo, wir machen ein kleines Zwischenvideo oder Einschubvideo, weil es von euch gewünscht worden ist, und gehen dort ums Hinterrad versetzen mit dem E-BG, also mit dem E-Bike. Ja, im Prinzip bleibt es sich gleich, ob ich jetzt ein Biobike fahre oder ein E-Bike von der Technik. Man muss halt nur schauen, oder man sollte schauen, dass beim E-Bike mit dem Gewicht ich das für mich arbeiten lasse. Das heißt, ich muss mir zuerst einmal schlau machen, wie ist meine Gewichtsverteilung mit dem E-Bike. Also ist das E-Bike fahrlastig mit dem Gewicht oder eher hoher Schwerpunkt oder ist es eher hecklastig und tiefer Schwerpunkt, damit ich dann richtig meinen Impuls gebe. Und das findet ihr natürlich bei der Hersteller-Homepage oder schreibt den Hersteller an. Zum Beispiel bei den M1 Testbikes, was wir haben, das ist das Gewicht eher hecklastig. Das hat natürlich jetzt fürs Hinterradversetzen den Nachteil am Anfang, dass ich natürlich noch mehr aktiv fahren sein muss über den Lenker, aber auch den anderen Vorteil, dass der Schwerpunkt tief ist. Das heißt, ich muss das Bike, wenn es oben ist, nicht in der Balance halten. Wie habe ich das so probiert mit dem Hinterrad, also E-Bike, Hinterrad versetzen? Zum einen Mal habe ich das am Anfang gemacht ohne Akku, also ich bin ohne Strom gefahren. Das heißt, ich habe den Akku ausgebaut, natürlich auf Tour gewesen, habe den Akku weggelegt und habe immer wieder Kurven probiert, einmal ohne Akku, damit ich die Geometrie vom E-Bike gewohnt bin. Und dann habe ich den Akku reingesetzt und habe das Ganze mit dem Akku gemacht. Jetzt dürft ihr nicht verzagen mit dem E-Bike, es ist natürlich ein bisschen intensiver, aber es funktioniert im Prinzip gleich. Das Einzige, die Impulse geben, was ich im Teil 2 dann schon gesagt habe, in Teil 3, die müsst ihr halt da verstärken. Und wichtig ist, was bei den E-Bikes noch ist, der Trend geht ja hinten zu 27,5 und vorne zu 29 Zöller. Es müsst ihr euch halt damit auseinandersetzen, dass mit 29 Zöller ihr noch höher stehen werdet, weil einfach der Reifen und natürlich die Gabel in Summe einen höheren Abstand zum Lenkkopf gibt und ihr halt dann, wenn ihr es aktiv vorne seid, noch höher stehen werdet. Bringt euch auch wiederum einen Vorteil, das E-Bike. Wenn ihr einmal in der Höhe seid und dann natürlich die Vorderbremse löst und in die Kurve reinfahrt, habt ihr das ganze Gewicht mit und das Gewicht schirbt euch dann super durch. Genau. So und zur Gewichtsverteilung vielleicht noch, man kann sie auch einfach mal ausprobieren, dann spürt man ja auch, wo es ist. Also. Es täuscht aber ein bisschen. Zum Beispiel viele sagen, oh, ich habe eigentlich ein hecklastiges Bike, wo das Gewicht vorne ist. Es ist natürlich auch das Setup für die Gabel und so. Was beim E-Bike dann noch wichtiger ist wie im normalen, passt auf die Gabel auf. Der Rebound von der Gabel ist jetzt das bei mir, der ist so eingestellt. Ich muss ein bisschen besser herstellen, glaube ich. Oder gehen wir überhaupt ohne das her? So. Der Rebound von der Gabel, der ist so eingestellt, dass die eigentlich nur so schnell rauskommt, dass sie nicht springt. Alles andere wäre zu schnell. Wenn die so raushüpft, ist sie schon falsch im Fahren. Also gibt sie Schläge, sie bremst euch. Und das zweite ist noch, bei gewissen Gabeln könnt ihr die Druckstufe einstellen. Probiert die Gabel ein bisschen längsamer beim Einfedern machen, beziehungsweise härter beim Einfedern, dann habt ihr nicht das Problem, dass beim massig Federweg unten E-Bike euch die Front zu stark abtaucht. Später, wenn man es dann schon beherrscht, ist es relativ wurscht, aber gerade am Anfang ist es ein wichtiger Aspekt. Da kann man noch ein bisschen tricksen. Genau. Viel mehr ist jetzt von grob nicht zum Song. Ich werde euch das zeigen jetzt, ich versetze die Kurve jetzt und sage euch ein bisschen aktiv, wie ich vorne bin, die ist durchgegangen. Das heißt, Ellbogen raus, Schultern breit, die Haxen bleiben lang. Und jetzt muss ich wirklich schauen, wenn ich mein Gewicht nicht weit vorne bin, geht es gar nicht eigentlich mit dem Versetzen. Jetzt könnt ihr einlenken, wie ihr wollt, es wird nicht hochkommen, es geht nur ein bisschen. Weil natürlich das ganze Radl viel schwerer ist. Aber jetzt werdet ihr sehen, schon wieder auf. Wenn man jetzt richtig viel geht mit dem Gewicht, dann kommt der Bock raus wie eine Eins. Und that's it. Also wirklich nur aktiver mit dem Gewicht fahren sein. Und die, was an 29er fahren und beim E-Bike haben sowieso gewonnen. Weil das hat so eine Laufruhe und eine Stabilität, da gibt es fast keinen Überschlag mehr. Also in Summe heißt es am besten nochmal das Video zum Versetzen anschauen, also Teil 2. Genau. Und dann, nein, Teil 3 war es dann schon, der letzte. Genau. Und dann üben, üben, üben und alles vielleicht noch ein bisschen energischer ausführen. Genau. Als Teil 1 auf jeden Fall noch einmal probieren mit dem Stoppie da noch einmal anfangen, dass der sitzt mit dem E-Bike, dass man weiß, wo ist mein Sweet Spot, wie weit muss ich rauf. Und dann kommt das schon. Aber es ist wirklich nicht so Raketentechnik, das mit E-Bike. Und nicht verzogen, es braucht echt ein bisschen.
Perfekt. Und dann kommt als nächstes noch das Durchfahren, was du jetzt ja quasi eh schon gemacht hast. Genau.